Na, sieh mal einer an. So verliebt haben wir König Willem Alexander und Königin Maxima der Niederlande aber schon lange nicht mehr gesehen. Bei ihrem Besuch in Mainz im Rahmen ihrer Deutschlandtour turteln die beiden, was das Zeug hält. Hand in Hand erscheinen sie zum Treffen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Bereits auf dem Weg werfen sich die Eheleute immer wieder verliebte Blicke zu. Maxima himmelt ihren Gatten regelrecht an. Doch auch der Königin selbst fliegen vor der Staatskanzlei die Herzen zu. Bei ihrer Ankunft wird die 47-Jährige von den zahlreich erschienenen Fans gefeiert. Maxima genießt das Bad in der Menge, winkt der Masse zu und strahlt über das ganze Gesicht. Doch auch der Rest des Looks kann sich sehen lassen. Das Etui-Kleid in Grau und Senfgelb unterstreicht den zarten Teint der Königin und passt perfekt zum goldenen Oktober. Die Reise ins benachbarte Deutschland scheint das Königspaar förmlich zu beflügeln. Wir sind gespannt, was uns in den nächsten Tagen erwartet.